Hallo und herzlich willkommen zurück. Da bin ich wieder, euer Kernelmediziner zum neuen Let's Play von FIFA 17. Ja, eine Umstellung machen wir wieder. Es darf jeder spielen in dieser Saison. Und diesmal darf von Beginn an Mordran. Tölke kann auch statt Spendlhofer ran. Markreiter darf wieder von Beginn an. Und diesmal versuchen wir ein kleines Spielchen. Wir stellen Schmidt zuerst auf. Gegen Ried ist das ja kein Problem. Ja, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt schauen wir kurz noch auf die Tabelle. Wir sind im Gleichstand mit der Austria. Das heißt, wir können heute einen Vorsprung ausbauen. Und dann starten wir einfach gleich mal in die Partie. Er darf in die Startaufstellung. Schmidt. Ich weiß noch immer nicht, leider, wie der mit Nachnamen heißt. Aber das können wir jetzt mal nachschauen. Vielleicht finden wir es da. Ballkontrolle, Alter, Gewicht, nichts steht hier. Wurscht. Die Stammspieler, die Stammkräfte, die hier gut gespielt haben im Europa-Liga-Spiel, kriegen hier eine Pause. Ja, sollte eigentlich kein Problem alles sein und gegen Ried eigentlich schon gar nicht, wenn wir in der Form unseres Lebens sind. Ah, das war für die Fisch, egal. Ja, und da spielen wir heute auswärts gegen den SV Ried. Gunter Matic ist hier der Sponsor. Komischer Name. Ich glaube, die haben ihren Sponsor im Logo schon x-tausend Mal geändert in den letzten 10 Jahren. Josko Ried hießen sie mal. Dann Stabilfenster Ried. Nein, irgendeinen anderen Namen gab es da. Und jetzt heißen die auf einmal Gunter Matic. Ist nicht schlecht. Aber naja, zwei Auswärtsspiele in Folge ist schon ein bisschen hart. Und die Rieder wissen, wie sie uns schlagen könnten oder uns wehtun können. Die spielen ganz anders wie Praga. Praga hat vorsichtig agiert. Aber was für ein Spiel, ist das nicht abseits gewesen? Achtung. Hallo. Und Grazai, wie lange wird er noch ohne Gegentor bleiben? So, wir bauen das Spiel ein bisschen auf in aller Ruhe. Halten den Ball, provozieren die Rieder ein wenig. Suchen uns gute Passwege, Biesinger. Lyko gar nicht und hier steht überhaupt keiner frei jetzt mal. So, die Anspielstationen sind nicht schlecht. Ja, da war für die Fisch und damit ist der Spielaufbau dahin. Aber wir haben ihn schnell wieder zurückerkämpft. Super Pass auf Koch. Oh, schade. Was war denn das? Das war eigentlich ein Foul, aber dem Schiedsrichter ist das scheißegal gerade gewesen. So, Lyko Ganis. Was für eine Aktion war denn das? Das war wunderschön gemacht, aber schade, dass der Ball nicht angekommen ist. Achtung, und wieder stark. Was ist denn da los? Die Rieder. Die Rieder und Grazai. Ah, Gott segne ihn. Christian Grazai. Toller Bass von Lyko Ganis. Jetzt mal. Jetzt gehen wir da mal zurück raus. Was für eine schöne Flanke. Ui, da wäre er knapp mit dem Kopf dran gekommen. Emre Mor, aber dafür ist er wahrscheinlich zu klein und war er auch zu klein gerade. Müsste noch ein paar Fruchtzwerge essen, dann könnte das was werden. Starke Aktion von Emre Mor. Ah, den Pass wollten wir auch nicht so spielen. Aber macht nichts. Wir haben hier Zeit. Die Rieder müssen hier. Was ist denn jetzt? Gibt Freistoß für uns aus heiterem Himmel. Das Spiel muss ein bisschen schneller gehen. So, wir haben hier keine Anspielstation, das heißt, wir spielen mal zurück und lösen hier den ganzen Haufen hier auf.
Ja, der war für die Fisch. Der auch. Und Kratzei. Darf ein bisschen Bewegung haben. Was das wird, verstehe ich jetzt auch nicht. Anstatt, dass er den Ball hier annimmt. So, Lykoganis. Lykoganis. Toller Pass. Der Ball kommt auch an. Und was für ein Tor. Hierländer. Der braucht nur den Körper hinhalten. Und das war der hässlichste Pass, den man bekommen kann. Und es steht 1:0 für Sturm Graz. Gut erkämpft und toller Pass. Der braucht nur den Körper hinhalten. Funktioniert auch bei Eigentore. Und der springt auch noch auf seinen Oberarm. Von Hierländer. Schönes Tor. Gut gemacht. Das hat er gut gesehen, Valentino Lazzaro. Das war nicht Lazzaro, oder? So. Lazzaro spielt gar nicht. Das war Scherz, nein. Wow. Und da wäre das. Das wäre fast das erste Gegentor in der Saison für Christian Kratzer geworden. Er hat heute viel zu tun. Zack. Reed. Probiert es mit schnellem Vorchecking. Zack. Und Lykoganis. Guter Pass wieder herausgespielt. Doch, es ist Lazzaro mit dabei von der Partie. Ui, da war es wieder fast so weit, dass das 2:0 hier fällt. Dann hätte Reed nämlich keine Chance mehr hier gehabt. Ja, es war ein gutes Foul. Taktisch gut gesehen. Und der tanzt hier voreinander. Achtung. Und schnelles Umschaltspiel vielleicht. Da ist Emre Mor. Guter Pass auf Matic. Matic. Koch. Was für eine tolle Flanke wieder, aber schade, die Flanken kommen alle nicht so an, wie wir wollen. Wie ich das will. Schade. Nächster Spielaufbau. Nutz auf Brentner. Brandner oder Brentner. Keine Ahnung. So. Das haben wir wieder gut gelöst. Und noch ist Kratzei immer noch ohne Fehl und Tadel. Da können wir ruhig nach vorne gehen. Schade. Die Rieder kämpfen hier um ihre Chance. Sie sind kampfbewusst, sehr kampfbewusst. Körper betont, Achtung. Aber noch passt hier nicht. Hierländer. Mit der nächsten Aktion. Und Mohr läuft sich hier schon frei. Emre Mohr. Mohr, noch immer Mohr. Hit me, baby. Oh, was für ein Pass. Hit me, baby, one more time. Egal, wir bleiben im Ballbesitz. Kurz vor der Halbzeit führen wir mit 1:0. Ich glaube eher, das wird heute ein schönes Spiel. Achtung! Schade. Aufpassen muss man da eher auf die Gegenangriffe. Tölke wird hier wieder gefoult. Muss dann eigentlich gelb geben. Tut er nicht, tut er nicht. Oder zitiert er sich jetzt ihn zu sich? Der Schiedsrichter muss da was machen. Ja, sehr gut. Dafür gibt es die gelbe Karte. Stefan Nutz. Dafür wäre es ein bisschen komisch gewesen, wenn es hier ohne Karte ausgegangen wäre. Ah, schade. Geht aufs Tor, ja, aber harmlos. Interessant, wie man fast 2 Meter lang rutschen kann. Rapid führt gegen Red Bull Salzburg zur Halbzeit 1:0. Wenn das was wird, dann wird das was. Lazzaro wirkt etwas leicht müde. Ich
könnte in der zweiten Halbzeit Schmidt umstellen. Der hat noch Kraft. Und kam noch gar nicht so in Erscheinung. Koch. Schade, wieder Ballverlust. Gleich nach dem Ankick. Ist niemals gut. Ja, der glaubt auch, er kann den Ball hier irgendwie verwenden. So. Koch. Wieder tolle Aktion. Koch. Matic. Schmidt. 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 Noch immer. Der tänzelt sich hier jetzt mal durch, glaubt er. So, da sieht er ihn. Lykoganis. Eine Anspielstation. Wow. Die wäre hier knapp zum Tor geworden. Also nicht knapp, sondern fast hier zu einer guten Möglichkeit. Moa mit dem nächsten Schuss, aber der war zu harmlos. Die stehen hier immer einem im Weg. Böses Foul. Gibt es hier nachträglich eine Karte wegen Nichtballbesitz und das von hinten. Matic. Jetzt muss der Spielaufbau schneller werden. Fehlpass. Ein typisches Spiel heute bei dem Regenwetter. Achtung. Und schnelles Umschaltspiel. Schnelles Umschaltspiel. Guter Pass. Sehr gut gesehen von niemanden mehr. Von Emre Mor natürlich, aber der Pass zurück war sehr schlecht gemacht. Und da müssen wir mehr Laufwege laufen. Press mal wieder an, sehr gut. Hier Länder. Schmidt. Schmidt. Koch. Wieder zurück zu Schmidt. Da ist Koch wieder und die Flanke kommt nicht an. Und ja, es ist sehr schade, dass da einige Aktionen nicht so funktionieren, wie sie sollten. So, da ist Koch wieder. Schmidt. Gut, erobert den Ball. Und jetzt mal, was für ein Kopfball von Marc Reiter. Und er fehlt jetzt hinten in der Abwehr. Aber das macht uns allen alles nichts. Was ist jetzt wieder? Freistoß für Ried. Und gelbe Karte nachträglich für Emre Mor, glaube ich. Für das böse Foul von vorhinden. Das hätte eigentlich rot sein müssen. Und es gibt Freistoß hier auch noch für uns. Matic. Noch immer Matic. Er lässt sich den Ball hier nie abknöpfen. Lykoganis. Ah, schade. Koch. Es wird Zeit für einen Wechsel, finde ich jetzt. Die linke Seite spielt nicht mehr so mit. Da setzen wir Alarm mal ein, mal schauen, wie der auf der linken Seite sich schlägt. Und auch Schmidt wird ausgewechselt. Wir müssen hier mal ein wenig, ja, ab der 70. wechseln. Schmidt. Ach du Heilige. Was war denn das jetzt? Und Husbeck, kaum ist er drin, erobert er sich den Ball. Und dass er schnell ist, wissen alle. Ui. Da ist wieder Koch. Super Pass von Husbeck. Ach, schade. Das funktioniert hier heute alles gar nichts. Wir wollen hier Tore schießen und meine Mannschaft gibt hier Gas bis in ins Unermüdliche. Wir werden auch gleich Mohr erlösen, denn der hat fast keine Kraft mehr zum Laufen. Und jetzt spielen sie sich in einen Rausch, die Herrschaften. Na komm,
Der Ball muss hier weg. Was macht der jetzt? Um Gottes Willen, was wird denn das? Der hat den einfach so. Moore hat mehr Kraft wie die hinteren hier. Ja, Fossum. Hierländer. Ah, ich werde auf den Fossum hier setzen. Modric, sage ich. Moore wird hier bleiben. Der wird durchspielen mal jetzt. Damit ein bisschen an. Ja, wirfst du ein, mein Freund. Das gibt's ja gar nicht. Ah, Fehler. Und es gibt die erste Ecke, oder nicht? Ja, gibt Eckball. Wo ist der Goalie? Da ist er. Geht's hier schneller? Ja. Deni Allah, aber hier läuft keiner mit. Zack. Doch jetzt. Gut gemacht. Ah, oh, schade. Wir dürfen diese Ballverluste nicht zu sehr aufkeimen lassen. Was ist mit dir los? Spiel doch ab. Zack. Da unten wartet schon die ganze Zeit Fabian Koch. Koch, noch immer Koch. Jetzt muss er ihn zurückspielen. Oh, Makhentsev. Aha. Makhentsev ist hier im Tor. So. Es gibt Einwurf für die Rieder. Ach, schade. Jetzt machen wir hier Druck. Und die Rieder kommen wahrscheinlich durch schnelle Aktionen, wahrscheinlich durch einen Ausgleich. Es wäre es. Nein. Kein Eckball. Ist auch sehr komisch. Fossum. Ah, was für ein Pass. Aber schade. Da ist Moore. Emre Moore. Kämpft er sich durch? Okay. Die Rieder wollen hier den Ausgleich machen, schaffen das nicht mehr. Denn der Schiedsrichter hat die Partie beendet. Tolle Aktionen hier. Puh. Und Rapid gewinnt gegen Red Bull Salzburg mit 2:1. Das schaut in der Tabelle wie folgt aus. Können wir gleich einmal schauen. So, 9 Spiele ungeschlagen. Das heißt 810 Minuten ist Christian Grazer ohne Gegentor. Rapid ist auf Platz 8 mit 8 Punkten. Wir haben 23 Punkte. 7 Siege, 2 Unentschieden, 0 Niederlagen. Die Austria ist knapp dahinter, hat ihr zweites Unentschieden bereits. Schaut sehr gut aus, das Ganze. So, und Schmidt wird weiter brav entwickelt. Dribbling. Hier versteckt sich Likoganis mit einem Dribbling, das gefällt mir auch. Ist jetzt einmal ein wenig Pause. Nein, St. Pölten ist der nächste Gegner. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Schauen wir kurz auf die Vorstandserwartungen. Wir haben das nächste Spiel gewonnen. Das nächste Spiel haben wir gewonnen. Passt. Neueste Ziele. Aktueller Rang 1. Sehr guter Tabellenplatz. 70 ausverkaufte Ligaheimspiele, mindestens 85% Stadionauslastung. Das haben wir beendet. Setze die in 5 Spielen der Startelf oder das Einwechslungsspiel ein. Ja, er hat 3 Spiele, das heißt, wir sind da gleich mal gut dabei. Gruppenphase erreichen. Niedrige Priorität. Die Finanzen sind nicht schlecht, muss ich dazu noch sagen. Muss man dazu noch etwas sagen? Nein, eigentlich nicht. Ja. Dann sage ich Dankeschön und recht herzlichen Dank auch fürs Zusehen. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und danke fürs Zuschauen und was auch immer. Jedenfalls.
Seid ihr nächstes Mal wieder hoffentlich dabei, wenn es heißt Sturm gegen St. Pölten und wieder auswärts. Drei Auswärtsspiele hintereinander. Ich glaube, das geht an die Substanz. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kernel Mediziner.